Ich möchte Sie herzlich zum Vortrag Scham, Schutz und Sicherheit, die hohe Bedeutung eines unbeliebten Gefühls begrüßen. Mein Name ist Sabine Maunz, ich bin Arbeitsgesundheits- und klinische Psychologin, ich bin diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin und ich leite im Hilfswerk Österreich den Bereich Pflege und Betreuung. Für so manchen ist Scham das unangenehmste Gefühl, das er sich vorstellen kann. Diese Aussage sagt jemand, Jens Diedermann, der als Psychologe und als Psychotherapeut sich sehr intensiv mit dem Thema Scham beschäftigt hat. Warum ist nun das Schamgefühl in der Pflege wichtig? Scham in unterschiedlichem Ausmaß und unterschiedlicher Intensität kann als emotionales Hintergrundrauschen bei körpernahen Dienstleistungen, wie es eben in der Pflege und im Betreuungsprozess vorkommt, angesehen werden. Die Auswirkungen können beträchtlich sein, weshalb es wichtig ist, sich mit diesem unbeliebten Gefühl zu beschäftigen. Die Auswirkungen sind auf zweierlei Bereiche zu beachten, nämlich auf die Pflege- und Betreuungsqualität und auf die Lebensqualität der zu Betreuenden und der zu Pflegenden. Ich gebe Ihnen nun eine kurze Übersicht über die kommenden 15 Minuten, was der Vortrag beinhaltet. Zunächst möchte ich ein bisschen informieren über, was das Wesen der Scham ist, welche positiven Funktionen auch damit verbunden sind, aber auch ganz wesentlich, gerade für unsere Arbeit, die Schattenseiten der Scham, Scham als Quelle von Aggression und Gewalt, Scham als Quelle von Angst und Rückzug und im dritten Bereich dann Strategien für den Alltag in der Pflege. Wie kann ich Scham erkennen? Wie kann ich Schamerlebnisse minimieren? Und vor allem auch, wie kann ich die Patientencompliance schützen und die Pflegequalität sicherstellen? Das Schamgefühl gehört zu den bei allen Menschen auftretenden Affekten. Es setzt im zweiten bis dritten Lebensjahr ein und bleibt das ganze Leben aufrecht. Allerdings muss man berücksichtigen, es gibt verschiedene Erkrankungen, wo das Schamgefühl oder im Rahmen dessen das Schamgefühl verloren gehen kann. Scham ist geschlechtsunabhängig. In der Psychologie wird Scham als eine aversive Emotion beschrieben, die häufig mit einem Gefühl der Unzulänglichkeit einhergeht. Das Zentrum für Qualität in der Pflege in Berlin definiert Scham als ein Gefühl, das entsteht, wenn ein Mensch sich herabgewürdigt oder missverstanden fühlt, wenn er in Verlegenheit gebracht wird oder sich bei etwas ertappt fühlt. Jens Diedermann, von dem ich schon ein Zitat gegeben habe, sagt auch, zum Wesen der Scham gehört eine erlebte Diskrepanz zwischen dem, wie jemand dastehen möchte und dem, wie man konkret ist oder sich erlebt. Der Wert der Scham ist auch in positiver Hinsicht zu sehen. Scham hat eine wichtige Funktion, nämlich sie sorgt auch dafür, dass Menschen soziale Normen einhalten. Scham ist verbunden mit dem kulturellen Umfeld, ist verbunden mit dem, wie wir sozialisiert wurden und hat die positive Funktion, dass Scham uns hilft, die Regeln und die Normen einer Gesellschaft einzuhalten. Scham schützt uns aber auch unsere Tabuzonen, unsere Privatheit, unsere Intimität einzuhalten. Scham zeigt uns Grenzbereiche auf und hilft uns, Nähe und Distanz festzulegen.
Und als weiteres, Scham hilft uns, gesellschaftlich integriert zu bleiben, beziehungsweise, wenn Übertritte passieren, dass wir die schnell und rechtzeitig wahrnehmen. Aber Scham hilft uns auch, eigene Überforderungen in speziellen Situationen zu erkennen. Und ein ganz wesentlicher Punkt im Rahmen der positiven Funktionen von Scham: Scham bewahrt unsere Selbstachtung und hilft uns dabei, unsere Selbstachtung zu bewahren. Nun gibt es eben auch die schon angekündigten Schattenseiten der Scham. Und zwar schämen sich viele Menschen für ihre Erkrankung. Am Beispiel der im Alter weit verbreiteten Inkontinenz möchte ich nun die Risiken der Scham aufzeigen. Inkontinenz ist eine stark schambehaftete und tabuisierte Erkrankung. Empfindet dabei jemand Scham, dann möchten die meisten Menschen diese Scham verbergen. Sie möchten sich verstecken, sie möchten sie wegmachen. Und daher überspielen manche Menschen sie oder tun so, als wären sie gar nicht da. Der von Inkontinenz betroffene Mensch verheimlicht oft das Problem, sodass in der Folge die Scham unsichtbar bleibt. Nun, ein Schamgefühl, das nicht zugelassen wird, das unter Verschluss bleibt, das im Verborgenen sich aufhält, kann sich wandeln. Und zwar geht die Scham nicht einfach weg, sondern kommt in Form eines anderen Gefühls zum Ausdruck. Und in diesem Gefühl spreche ich jetzt von der Aggression. Aggression hat nun die Eigenschaft, dass sie sich in zweierlei Formen darstellen kann. Aggression, die nach außen gerichtet ist und sich nach außen Luft macht und nach außen zu Angehörigen, aber auch zu Pflegekräften sich äußert, kann sich dann in Gewaltform durch Abwehrhaltungen, durch Beschimpfungen Luft machen. Oder Aggression kann sich nach innen richten, wenn Aggression nach außen nicht erlaubt ist, aufgrund der eigenen Sozialisierung zum Beispiel, dann kann sich Aggression nach innen richten. Und dann sprechen wir von einer Depression, wenn sich die Aggression gegen die eigene Person richtet. Aber mit der Scham, wenn sie nicht zugelassen ist, kommt nicht nur eine Aggression zum Ausdruck, sondern mit der Scham kommt auch die Angst. Von welcher Angst sprechen wir da? Nämlich von der Angst, bloßgestellt zu werden, zurückgewiesen zu werden oder gedemütigt zu werden. Menschen ziehen sich zurück, um der erwarteten Kränkung, der erwarteten Ablehnung zu entgehen. Aber dieser Rückzug aus sozialen Kontakten und aus der Teilnahme am öffentlichen Leben führt natürlich zu Einsamkeit und auch zu Einsamkeitsgefühlen. Und wir brauchen aber gesunde Interaktionen mit anderen, um unsere Gesundheit zu erhalten. Das hat Robert Wilson, Neurologe, 2007 so geäußert, und das kann auch durch viele Studien nachgewiesen werden, weil in vielen Studien nachgewiesen wurde, dass ein einsamer Mensch ein hohes Krankheitsrisiko hat, eine erhöhte Vulnerabilität, eine erhöhte Verletzbarkeit. Und zwar aufgrund dessen, weil bestimmte Parameter erhöht sind. Zum Beispiel der Blutdruck, das Stresshormon, das Cortisol, die Cortisolwerte sind erhöht. Es kommt zu höheren Schlafstörungen. Es kommt zu einem doppelten Risiko für Alzheimer-Erkrankungen, und letztendlich schwächt diese Situation auch unser Immunsystem.
um Strategien gegen Scham-Erlebnisse zu etablieren im Pflegealltag, ist es wichtig, dass wir im ersten Schritt Scham erkennen. Schamgefühle lassen sich nicht ganz vermeiden, aber wenn wir sie rechtzeitig erkennen, ist es auch möglich, einen professionellen Umgang damit zu etablieren und die Intensität von Schamerlebnissen abzufedern. Schamgefühle kommen durch eine Reihe von Verhaltensweisen und Reaktionen des vorwiegend autonomen Nervensystems zum Ausdruck. Dazu gehört die Mimik. Ja, bei Schamgefühlen erröten wir, stottern, schwitzen, zittern. Es kommt vielleicht zu einem verlegenen Lächeln oder auch zu weinen. Aber wir können bei Patienten, die von Scham überflutet werden, auch bemerken, dass sie sich hin und her bewegen, dass sie hin und weg sehen, dass sie nervös an der Kleidung herumzupfen oder dass natürlich auch sich das Schamgefühl über das Vegetativum zeigt, nämlich durch Atem, Schwindel, Hitzewallungen, Mundtrockenheit oder auch Muskelverspannungen. Also Scham kann man sehr gut, wenn man gut beobachtet, am Patienten auch erkennen. Nun, des Weiteren wollen wir Schamerlebnisse minimieren. Und das gelingt vorwiegend mit einem Umgang, mit einer Kommunikation, die auf Achtsamkeit abgestellt ist, welche aber auch den Selbstwert des Patienten, des Klienten stärkt und der ein Respekt, vom Respekt auch getragen ist. Kein geringer als Thich Nhat Hanh, einer der bedeutendsten spirituellen Lehrer unserer Zeit, hat gesagt, wenn wir unseren unangenehmen Gefühl mit Achtsamkeit, mit Liebe und Gewaltlosigkeit ins Auge blicken, können wir sie in die Art von Energie umwandeln, die gesund für uns ist und uns auch stärken kann. Wie können wir den Selbstwert von unseren Kunden, von unseren Patienten, von unseren Klienten stärken? Das verminderte Selbstwertgefühl und die Angst vor weiteren schamhaften Ereignissen führen dazu, dass es Betroffenen sehr schwer fällt, mit professionellen Helfer und Helferinnen über ihre Erkrankung, über ihre Einschränkungen zu sprechen. Das wissen wir aus vielen Studien. Daher hilft eine selbstwertstärkende Kommunikation, diese Erstarrung zu lösen. Den Selbstwert stärken kann man, indem man kleine Komplimente macht, indem man das Gute, das Gelungene lobt oder auch Wertschätzung von Berührungen und scheinbar kleinen Leistungen auch tätigt. Den Schmerz über eine Verschlechterung der Lage kann man zulassen und damit auch den Kunden oder den Klienten einladen, sein Leid auch zu teilen. Oder man kann auch Mut machen und daran erinnern, was alles gemeinsam schon gut bewältigt wurde. Das respektvolle Ansprechen ist wichtig. Behutsames und respektvolles Ansprechen erweist sich als Königsweg und erlaubt den akzeptierenden Blick auf menschliche Unvollkommenheit. Was hilft dabei? Es hilft Humor. Bei Schamerfahrungen hilft es, das wissen wir wieder aus Studien, mit Humor dem auch zu begegnen, mit ernst gemeintem Humor, um über Peinlichkeiten sich auch hinüber zu bewegen. Oder es hilft auch, die Rahmenbedingungen zu beachten. Oft erleben Patienten und Klienten Schamerfahrungen dadurch, weil gerade jemand anwesend ist, wo man nicht möchte, dass der oder die
das auch hören. Das können Angehörige sein, das können Nachbarinnen sein. Daher muss man diese Rahmenbedingungen auch beachten. Mit der Technik des Sharings, des sogenannten Sharings, kann man Betroffene auch aus dem Abseits holen, indem man Gefühle oder auch Erfahrungen teilt, die man selber schon gemacht haben und die ähnlich sind dessen, was ein Betroffener gerade auch erleben mag. Und was hilft noch? Es hilft, Betroffene zu Beteiligten machen. Zum Beispiel könnte man gerade im Fall von Inkontinenz sagen, beobachten Sie doch einmal, wann der Harnverlust, der Stuhlverlust am stärksten ist. Beobachten Sie, wann Sie, wie Ihr Trinkverhalten ist. Und somit kann man Betroffene zu Beteiligten auch machen. Als sehr wichtiger Hinweis für eine gelungene Pflege- und Betreuungsarbeit gilt ja das Vertrauen der Patientinnen und der Patienten in den Pflegeprozess und die Mitarbeit des Patienten, der Patientin im Pflege- und Betreuungsablauf sind dabei sehr wichtige Indikatoren. Die Patientinnen-Compliance beschreibt diese Mitarbeit und diese Kooperation der Patientin, des Patienten bei einer medizinischen Behandlung und so kann man diese auch auf pflegerische Interventionen und auf Maßnahmen übertragen und kann diese auch ausweiten. Eine Reduktion von Schamerlebnissen im Pflege- und im Betreuungsalltag trägt in jeder Hinsicht dazu bei, die Patientinnen-Compliance zu sichern und zu stärken. Die Mitarbeiter, Patient, des Patienten gilt es in unser aller Interesse zu schützen und zu bewahren. Wir sollten uns immer daran erinnern, dass menschliche Kommunikation eine Frage, primär eine Frage der Haltung ist und gar nicht so sehr der Technik, wie das schon Bollinger, Transaktionsanalytiker und Kommunikationstrainer auch erwähnt und gesagt hat. Ich möchte mich recht herzlich nun bei Ihnen bedanken für Ihre Aufmerksamkeit und stehe natürlich gerne, auch wenn es Fragen dazu gibt, wenn es Anregungen dazu gibt, auch zur Verfügung.